Hi, ich sag wieder hallo. Ich bin jetzt gerade wieder mit dem Paladin in der Arena, direkt das nächste Match und gegen eine Magierin. Die kann jetzt gerade den größten Fehler oder genau das Richtige machen und mit denen den angreifen. Wenn sie es nicht macht, spiele ich meinen Segen der Könige drauf und sie hat ein Mega-Problem. Mal abwarten, für was sie sich entscheidet. Okay, das war das Beste. Du hast fehlgeschlagen. Respekt. Bis jetzt hätte es nicht machen können. Melde mich zum Dienst. Das war's. Ich glaube kaum, dass er den opfern wird, weil er braucht den Zauberschaden. Aber der muss auch irgendwie weg. Achso, er wird ihn wahrscheinlich gleich mit der Fähigkeit killen. Schauen wir mal. Das wäre ein großer Fehler, wenn er den jetzt dann wegmacht. Was soll ich nur tun? Magier hat wirklich gute Fähigkeiten, um das Schlachtfeld irgendwie zu beeinflussen. Das Dingo! Ja! Ich kann immer nur eine Kreatur spielen und schauen, was er mit der Kreatur macht. Das ist halt die Kacke, wenn man gegen Magier spielt. Und dürften dann mit der Zeit dann die Karten ausgehen, wenn er nicht mehr als eine Karte für meine Kreaturen braucht. Aber desto mehr Mana er bekommt, desto wahrscheinlicher ist es, dass er meine Kreaturen wegbekommt. Was soll ich nur tun? So langsam müssten ja eigentlich die Zauber ausgehen. Also die Schadenszauber. Vielleicht friert's ihn ein oder irgendwie sowas. Ich müsste aber eigentlich selbst den, Du nicht mehr! Nein, noch so ein Kobold-Gilmann. Ach du Scheiße. Also einen werde ich jetzt sicher los. Sonst wird es hier echt. Okay, 6 Mana. Höchstens das und der, aber es macht wenig Sinn. Ich frage mich, ob... Scheiße, stimmt ja. Der ist weg. Anzaubern, deswegen spiele ich ihn aus. Ja, okay, ich kann nichts auf ihn spielen. Das melde mich zum Dienst. Ich hätte meinen Mana jetzt vielleicht irgendwie effektiver nutzen können und die spielen können, aber ich weiß nicht. Hätte er mir, glaube ich, auch weggehauen. Und so habe ich wenigstens was draußen, was er sicher nicht zerstören kann. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Außer indem er angreift. Wow, das wundert mich. Sehr sogar. Das war ein Riesenfehler. Jetzt verliert er beide Kobolde. Das kann ich auch dem Spiel halten. Dem zerstöre ich den und ich hab keine Ahnung. Ich habe viele starke Kreaturen. Ich glaube, er wird viel Zauber verballern müssen, um die alle loszuwerden. Das ist immer eine gute Idee gegen Magier, dass der Magier mehr als 2 Karten für die eigene Karte braucht. Die Wahrheit ist mein Schild. Das melde mich zum Dienst. Wahrscheinlich wird er jetzt den Gottesschild wegmachen und angreifen oder sie irgendwie so zerballern.
Ja, das ist wahrscheinlich entweder eine was, dass ich, wenn ich ihn angreife, dass meine Kreatur zerstört wird. Oder dass, wenn ich was ausspiele, dass es direkt zerstört wird. Deswegen werde ich jetzt gleich erstmal eine billigere Kreatur spielen. Für den Kreuzzug! Okay, das ist schon mal keine so eine. Mit dem greife ich deswegen ihn an. Das war so klar. So, und jetzt habe ich freie Bahn. Aber den Überraschungsmoment hebe ich mir für den nächsten Zug auf. Würde ich mal sagen. Die Gerechtigkeit wird siegen. Das war's. Und im nächsten Zug spiele ich auf eine der beiden Kreaturen Segen der Könige und noch den gesegneten Champion. Wahrscheinlich ist es wieder mit ihm angreifen und dann wird der Diener zerstört. Schließt euch uns an, oder sterbt. Okay, das ist es nicht. Ich glaube, mein nächster Zauber wird gecountert. Aber ich würde sagen, wir gehen mal das Risiko ein, oder? Nee, lieber nicht. Okay, es wird nicht der nächste Zauber gecountert. Die nächste Kreatur wird auch nicht weggehauen? Doch. Ah, okay. Wo soll ich zurück? Ja, dann würde ich sagen, halt im nächsten Zug. Okay. Wenn er jetzt Flammenstoß gezogen hat, dann hat er ewig das Lack gehabt. Alter! Mann, ey. Das Licht beschützt mich. Melde mich zum Dienst. Richtigkeit. Das war's. Oh, meine Kreaturen kann eh noch keiner angreifen, deswegen macht es keinen Sinn, die beiden Buffs zu spielen. Vielleicht kann ich im nächsten Zug einfach killen mit dem Wächter der Könige. Boah, ich finde den so geil. Wenn ich so eine Rüstung hätte, ey, alle Bitches gehören. Scheiße. Ja, okay. Er hat meinen Wächter in Schaf verwandelt und abgeschossen. Sack, ey. Oh, das kommt mir auch nicht gelegen. Melde mich zum Dienst. Um den Sindorei. In den Kampf. Keine Kreatur. Keine Zauber auf den, weil er noch nicht angreifen kann. Das würde er ihn mir hundertprozentig zerstören. Und so kann ich vielleicht noch schauen, dass er ihn nicht sehr direkt zerstört, weil er noch nicht so mächtig ist. Klar verlegt er sich einen kleinen Vorteil, aber ich kann ihn direkt im nächsten Zug töten. Mit 10, 10, 20, 20, 20, 10 und dann bam. Oh, ich finde Paladin doch irgendwie am geilsten. Ich weiß, voll der Druide-Spieler. Gut gespielt. In den Kampf! In den Kampf! Für Lortemar! 20 Damage! Bam! In die Fresse! Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein geiles Finale. Und ja, schaut auch ins nächste Video und hit that subscribe and like button. Und